Hallöchen, Popöchen und willkommen zum Let's Play von Edna bricht aus. Mein Name ist Mekko, ich heiße euch auf meinem Kanal willkommen. Und ja, wir haben dem Alumann hier seine Sendsteine hingelegt. Sollte er eigentlich in der Garage auftauchen? Ja. Und jetzt müssen wir nur die Starterkabels mit dem Alumann verbinden. Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Du musst eine Möglichkeit finden, das Haupttor zu öffnen. Zigaretten? Das ist frisch. Zeitung? Kaugummi wäre nicht schlecht. Ich laufe ja schon. Die Kamera ist schon wieder ein bisschen verschoben. Warum auch immer. So. Gut, dann ab zum Turm. Sehr gut. Wer ist da? Na warte! Dich krieg ich! Nee, kriegst du nicht. Hey! Wo bist du hin? Ja, jetzt müssen wir den grünen Knopf drücken. Ich sollte noch irgendwas tun, damit der Wächter das Tor nicht gleich wieder schließt. Ja. Das hier? Hey, was hast du getan? Raus gar nichts. Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben. Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor. Die Garage. Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner. Verflucht. Und wohin soll's jetzt gehen? Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Na, super. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Oh ja, wir haben wirklich ganz viele Sachen verloren. Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ich schätze, sowas passiert einfach, wenn man einen Irren an Steuer setzt. Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Mutti? Nope. Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben.
Hier ist es sowieso viel gemütlicher. Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Er versteckt das Herz Ass nach einem System, das nur er kennt. Und Hoti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte. Immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Klar. Leg los. Wenn du dreimal hintereinander richtig liegst, hast du gewonnen. Gibt es auch einen Preis? Nein. Trotzdem bereit? Ja, was soll's. Zieh eine Karte. Gleich die erste Karte? Sicher? Daneben. Nächster Versuch. So, hier weiß ich jetzt tatsächlich, wenn bei dem ersten das Ass ist, daneben, dann weiß ich die Reihenfolge. Gleich die erste Karte. Sicher? Daneben. Gleich die erste. Richtig. Zweite Runde. Die. Richtig. Und jetzt uns die letzte. Die letzte. Keine Ahnung, warum man sich so eine Scheiße richtig merkt. Du hast es geschafft. Autsch. Ich habe einen elektrischen Schlag an der Karosserie bekommen. Verrückt. Mir ging es genauso, als ich das letzte Mal gewonnen hatte. Ist sonst noch was? Na los. Zieh eine. Gleich die. Daneben. Genug gespielt. Ich muss. Lass dich. Wow. Irgendwie fühle ich mich jetzt besser. Erhaben. Energetisch. Richtig aufgeladen. So ein gewonnenes Spiel baut doch immer auf. Vielleicht ist es aber auch nur die statische Elektrizität an der Autokarosserie. Ich muss jetzt selber überlegen. Die Kindersicherung scheint noch zu funktionieren. Was da noch alles bei war. In der Gruppentherapie haben wir gelernt, am Unfallort nichts zu verändern. Stichwort Unfallrekonstruktion. Vergiss es. Dorthin bringen mich keine 10 Pferde mehr. Oder andere Tiere. Ich brauche keine Hilfe. Nanu? Der ist ja festgeschweißt. Ich brauche keine Hilfe. Niemals. Okay. So, dann erstmal die Handbremse lösen. Dann die Kupplung. Ich krieg den Gang nicht raus. Ich krieg den Gang nicht raus. Oha. Das Auto beginnt zu rollen. Hey, was soll das? Stopp! Da unten kann ich den Fluss sehen. Da sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. Irgendwie musste man doch jetzt weiter. Da sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die... Ich muss... Da sind... So... Ich... So verzweifelt bin ich noch nicht. Davon hat mir mein Chiropraktiker abgeraten. War das denn nochmal... Da
sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. Genau. Solide. Lea, bis auf ein Abschleppseil. Ich nehme das Abschleppseil. Okay. Jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, was wir damit machen. Ah, ja. Hallo Alu, alter Hund. Hast du den Unfall gut überstanden? Nicke, wucke, bicke, backe, dicke, dacke, peng. Schön. Was genau tust du da? Als wir diesen Unfall hatten und ich im hohen Bogen durch die Luft geschleudert wurde, da hatte ich eine Erleuchtung. Schuhe, die mitwachsen. Quatsch. Ich weiß endlich, wie ich mich in ein Energiewesen verwandeln kann. Wir haben alle dafür gebetet. Ich muss mich nur von einem Blitz treffen lassen. Es sieht nicht so aus, als würde es heute noch gewittern. Belästige mich nicht mit Details. Wenn ich erst ein Energiewesen bin, kann ich es gewittern lassen, wann ich will. Hast du den Schlüsselmeister gesehen? Der tut gut daran, sich nicht blicken zu lassen. Meine buddhistische Gesinnung verbietet mir natürlich jeden Groll. Aber ich glaube, Hoti und Moti sind recht wütend wegen des Unfalls. Die sahen mir eigentlich ganz versöhnt aus, wie sie da unten in der Limousine hocken. Sie wollen ihm sicher die Zunge rausreißen und die Wirbelsäule brechen. Moti spielt Karten. Und dann biegen sie ihm die Fußnägel nach oben. Und Hoti schmückt eine Zigarette. Und ziehen seine Haut mit einem rostigen Nagel von den Knochen. Gut, dass ich so ausgeglichen bin. Leihst du mir das Antioxidationsmittel? Nein. Ich brauche es, um meine Leitfähigkeit zu steigern. Wenn mich der Blitz getroffen hat, kannst du es haben. Na toll. Dann würde ich es doch eh bekommen. Viel Glück. Mach keinen... Ich kann's dir... Wir müssen den jetzt berühren. Autsch. Was war das? Der Blitz. Du wurdest vom Blitz getroffen. Im Ernst? Es fühlte sich nicht so an, wie ich es erwartet hatte. So unspektakulär. Nichtsdestotrotz, du bist jetzt ein Energiewesen. Ja. Ja. Das muss wohl so sein. Dann benimm dich auch entsprechend. Wuga. Wuga? Wuga! Wuga! Man kann Energiewesen nicht anfassen. Ich würde mich nur an seinem kosmischen Feuer verbrennen. Hallo, Alu, alter Hund. Wuga! Man kann Energie... Ich würde... Man kann... Ich würde... Jetzt, wo du ein Energiewesen bist, brauchst du das doch sicher nicht mehr, oder? Wuga! So. Jetzt müssen wir... glaube ich... hier hin. Und kletter mal runter. Von hier aus ist das zu gefährlich. Von hier aus ist das zu gefährlich. Da sind noch weit, sogar die Polizei. Ich muss ein... Hä? Davon hat mir mein Chirurg... Was hat denn jetzt nochmal? Jetzt bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Ich versündige mich nur an fremdem Eigentum, nicht an der Umwelt. Ich bin bei der Gesellenprüfung zum Wasserträger durchgefallen. Thank you.
Ich fühle mich zwar, als könnte ich die Welt aus den Angeln heben. Andererseits ist die Welt auch nicht zugerostet. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Ein Vorläufer des Fernsehers. Ich bin gerade am Überlegen, wie es weiterging. Wo bist du denn? Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Aber ich brauche Zuflucht. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit, ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Ja. Ich hab das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Warte hier bitte. Und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Und nehmen das Heft mal mit. Mit dem Fachchinesisch kann niemand was anfangen. Heftig, heftig, heftig. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Wie war das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Strom. Ich müsste den irgendwo anders aufstellen. Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. So, jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist hier auch besser. Ich schlepp den kein... Lass da anmachen. Aber wie benutzt man die Gitarre? Ja, ich weiß halt alles nicht mehr. Keine Zeit, Musik zu hören. Keine Zeit, Musik zu hören. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Schon ein bisschen was her. Geschlossen.
Du Scheiße. Auf der Gitarre spielen. Bist du das, Harvey? Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Die Saiten der Gitarre schwingen in Harmonie mit der Orgel! Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Das ist doch die Stimme des Schlüsselmeisters. Was? Ah, Edna. Was ist hier passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon, wenn man einen Irren aus der Anstalt befreit. Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Aber... Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Kann ich hier bleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Mach ja keine Dummheiten. Oh Mann, ey. Das hat mir mein Chiropraktiker verboten. Mit bloßen Händen? Mach keinen Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Oh Mann, der Arme. Ich kann nichts dafür. Ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Typ ist ein echter Psychopath. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie die Saiten gespielt werden müssen. Oh. Wow. Ich bin so müde. Gib mir eine Sekunde, ja? Also es ist E. A. D. G. Was ist das? Nee. E haben wir gedrückt. Dann kommt A. Dann kommt D. Dann kommt nochmal A. Und dann kommt G. Ja, wird schon schief gehen. Ach, warte mal. Ich glaube, jetzt muss ich... Kann ich hier jetzt nicht mitnehmen oder so? Oh no. Ja. Nee. Ich glaube... War hier nicht irgendwo... Da. Da war's. Ich wusste auch, hier ist irgendwo eine Klappe. Darin lässt sich nichts erkennen. Das kann allerdings auch daran liegen, dass da nichts drin ist. Ich nehme den Stöpsel mit und stecke ihn in das Kassettendeck.
Ja, genau. So, und irgendwie musste man doch diese Tasten jetzt erkennen, oder? Oh, ich weiß es nicht mehr. E. Ah, genau. E. E, also. Den Krampf, wo ist das G? Da. Oh. Hey, das rockt. Aufhören! Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. Irgendwie muss man dem doch. Hey, das ist ein Scheiß. Hey, das ist ein Scheiß. Das war lustig. Wie war das denn mit den scheiß Kopfhörern nochmal? Ich bin verwirrt. Oder muss ich das Kassettendeck anmachen noch? Irgendwas war doch da. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Das ist kein Walkman. Musst du irgendwie die Reihenfolge machen? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. E, A, D. Hey! Das ist ja Scheiße! Das war lustig. G. Hey! Das ist ja Scheiße! Das war. H? Ne, das war A. Wo ist denn H? Oh, hier ist H. Hey! Das ist Scheiße! Das war. Können wir aufhören zu quatschen oder was, Lo? Hey! Das ist ja Scheiße! Das war. Wie war das? Ich muss probieren. Ihr Hops, Freunde, ich habe die Taste gedrückt. Da sind die Kopfhörer hochgeflogen. Und
Wenn ich jetzt nochmal die Dinger spiele. E. A. D. G. H. Etwa C. H. E. E. A. D. H. G. E. E. A. E. A. D. H. G. Nein! G ist hier. Oh. Ah. Nochmal geschafft, okay. Glück gehabt. So, und dann muss ich jetzt die alten Kopfhörer aufziehen. Jetzt hat er die Kopfhörer auf. Und auf J7 Minor gestimmt. Was war das für ein Schrei? Wow! Wartet mal, wer weg ist. Oh nein. Das wollte ich doch nicht. Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern, aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Aber in welchem Blo... Der hier war's... aber in... Der hier... Und ich sag doch immer das Gleiche. Der hier. Jetzt sind nur noch... Na, wer sagt's denn? Es ist doch immer der Letzte, den man ausprobiert. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Genau. Die gehört mir bereits. Glaube ich. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Hey, dahinter ist unser alter Salon. Es gibt nur einen Weg, wie wir reinkommen, Freunde. Hier wohne ich also.
Der Wald hat dann... Ich will sie nicht auch noch düngen. Der ist ausnahmsweise nicht das richtige Werkzeug. Die fasse ich nicht mal mit dem Topflappen an. Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Waren die früher schon hier? Nein, 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 das wüsste ich doch. Wie sagt man so schön, Unkraut rostet nicht. Ich sollte mir lieber ein Werkzeug besorgen. Wie war das denn nochmal? Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfred-Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Ich will sie nicht auch noch düngen. Wie war das denn jetzt? Lass mich echt mal überlegen. Musstest die Scheiße irgendwie platt machen. War hier nicht noch irgendwas? An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Das ist so lange her, ich kann euch das gar nicht mehr sagen. Ich meine, es gab hier noch was. Ah. Sag ich doch. No. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Wozu? Wir haben noch Herbst. Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. In welcher Kettensäge? Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Die gehört mir bereits. Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Es ist ein bisschen was her. Ich bin auch echt ruhig, weil ich überlege, wie es war. Hier habe ich immer Popelweitschnipsen gespielt. Bäh. Bäh. Hier geht's nach draußen. Die gehört mir bereits. Zu. Du sollst sie eigentlich nur mitnehmen, Edna.
Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt Leute, ich muss mal ganz kurz. Ich muss mal eben ganz kurz bei WhatsApp antworten, ja, wegen der Halloween-Party ist wichtig. Einen Moment. So. Ja. Weiter geht's. Also, warte mal. Ich weiß, wir mussten den nochmal hiermit verbinden. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Und wir brauchen jetzt ein Feuer, aber ein Feuer fehlt uns. Das ist die Haustür. Können wir die öffnen? Zu. Auch zu. Ab nach oben, Knackarsch. Da müssen wir das Feuer gleich abkühlen. Da ist das Feuerzeug. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Ich zünde sie für Mattes an. Später. Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Hey, das ist ja ein Bild von mir. Oh, gib mir eine Sekunde, ich muss nachdenken. Das ist genau das, das komische Zimmer. Nein! Ich meine, nein. In irgendein Dings müssen wir gleich nochmal Tempo morphen. Ich weiß nicht mehr wo. Zu. Genau, und wir brauchen, glaube ich, den Schlüssel dafür. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, wofür der Ton war. Natürlich. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. So leid es mir tut, ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Jetzt muss ich kurz schauen. Jetzt bimmelt es bei mir wieder. Warum weiß man nicht? Das kombinieren. Ich weiß, glaube ich, wieder. Warte. Das müssen wir, den müssen wir den Schlüssel rausholen. Gute Idee. Ja, genau. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Jetzt müssen wir nämlich die kombinieren hiermit. Also das kombinieren hiermit. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Jetzt müssen wir es unten zerbrennen gehen. Und dann haben wir die Form. Kinder, das Gold ist fertig. Was einmal geklappt hat? Klappt auch nochmal. Gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. Jetzt müssen wir nämlich wieder nach oben ins Waschbecken. Und das machen. Das Wasser ist wohl abgestellt. Dann nehmen wir die Badewanne. Mein eigener Haustürschlüssel. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Und jetzt kommt nämlich der Teil. So, jetzt müssen wir speichern. Wir können uns nämlich gleich entscheiden. Das weg. Ja. Und wir machen einen neuen Speicherstand.
Machen wir einen zweiten noch. So, und jetzt. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, ihre disziplinären Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs... Danke. ...sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Diese kleine Mistkröte! Ignoriere ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Hey! Da ist ja schon mein Tagebuch! Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Jetzt müssen wir auf Harvey wechseln. Er ist jetzt endgültig bei mir unten durch. Edna kennt viele passende Spitznamen für Alfred. In den meisten kommt Frosch oder Kröte drin vor. Vielleicht inspiriert Edna das Specht auf irgendeine Weise. So, jetzt müssen wir mit Edna nochmal reden. Ich glaube, jetzt machen wir nochmal einen Speicherstand. Weil ich glaube, jetzt gleich können wir uns entscheiden. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Edna, warum machst du es nicht wieder Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Die kann ich beim besten Willen nicht mit mir herumschleppen. Ja, bitte? Komm mit, Harvey. Lass das so. Hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Hey!
Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Du, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben, aber ich habe ein wenig Angst. Tja. Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mathis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mathis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Ah! Edna, 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 Edna! Edna, Edna, Edna! Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mathis verheizt Kinder im Ofen. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mathis. Na komm schon. Wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Ja. Ah! Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mathis. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Da müsste man ja erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie... Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Netter zu Alfred? Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen? Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig
ungenau bin. Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Na warte! Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so. Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht, Alfred. Bitte. Hilf mir, Edna. Er tut mir weh. Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn. Was? Schubs ihn einfach. Schubs ihn die Treppe runter. So. Hallo. Zwischen der Szene und hier liegt eine gewisse Zeit jetzt. Pause. Oh nein. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Ja. Du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität, all dein Spaß! Sieh doch, er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand! Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei! Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß! Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Und jetzt kommt nämlich der Moment, wo man sich entscheiden kann. Deswegen haben wir gespeichert. Und wir hören erstmal auf Dr. Marcel, würde ich sagen. Das wäre jetzt so, was ich machen würde. Tut mir leid, HW. Edna kehrte in die Anstalt zurück und wurde einer charakterlichen Korrektur unterzogen. Ihr neuer Name: Alfredine. Ihre liebsten Hobbys: den Abwasch machen und Akten sortieren. Dr. Marcel gab seine Karriere auf und kaufte sich ein Hausboot. Er wurde der älteste Olympiateilnehmer, der eine Goldmedaille in professioneller Fischerei gewann. Hottie ging nicht nur zurück in die Anstalt, er wurde ein professioneller Bankräuber. Als er aus Versehen einen Bankangestellten erschoss, ergab er sich und wurde festgenommen. Alu wurde letztendlich vom Blitz getroffen und verwandelte sich in ein Energiewesen. Der Spieler fand nie heraus, was ihn da erwischt hatte. Ende. Das ist das Ende von Edna bricht aus. Und ich mache einen Cut für euch und wir sehen uns gleich wieder. So.
So, da sind wir wieder und jetzt hören wir auf Harvey. Mit dem Hammer. Edna kehrte nicht in die Anstalt zurück. Die Polizei hat wochenlang nach dem verwirrten Mädchen gesucht. Die Suche wurde aufgegeben, nachdem sie die Überreste eines blauen Stoffhasens im Meer gefunden haben. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Motti kehrte allein in die Anstalt zurück. Nach 2 Wochen ohne Hotti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Übler glücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. Leider konnte ich nicht lesen. Blepp musste auf seinem Weg zurück in die Anstalt dringend auf die Toilette. Auf der Raststätte traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Der Spieler fand nie heraus, was ihn da erwischt hat. Das war Edna bricht aus, Freunde. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr könnt das Ganze hier... lasst ein bisschen Liebe da. Ja, ping, ping. Einfach Daumen hoch, kommentieren, abonnieren. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Let's Play. Haut rein.